Ich mache mal eine kleine Stallrunde mit euch. Die Rinder wirken relativ entspannt. Eigentlich wollten wir morgen die Weiden öffnen, aber heute Nacht hat es geschneit. Es ist wieder alles nass. Wir starten wahrscheinlich die Weidesaison am Montag. Hier steht Matisse und macht Pipi. Ich zeige euch das mal. Dahinter ist natürlich Mutti. Matisse macht ganz entspannt Pipi. Da kommt Emma. Emma geht raus. Hier liegt Mutti. Ja, Mutti Dina. Hier liegt Jette. Julchen, dein Julchen habe ich draußen gesehen. Dani. Fine. Hier wird's eng. Links liegt Fiete. Rechts Martin und in der Mitte da hinten Colorida. Das ist hier vor mir Emil. Rechts ist Martina. Das ist die Mama von Martin. Und jetzt zeige ich euch mal was. Riesenbaby ist aufgestanden. Und holt sich etwas Milchschaum bei Mutti. Da kommt auch nur noch ein bisschen Milchschaum raus. Manche Kinder werden eben nicht erwachsen. Tja, Mutti. Gucke ich noch mal in den anderen Ställen. Hallo Uschi. Uschi. Das ist die Magda. Magda hat bald Geburtstag und wird 16 Jahre alt. Und Trine. Und Lenchen guckt. Und unten liegt, das ist Elsa. Und Alvine. Hallo. Oh. Lenchen. Ich glaube, ich muss mal das Objektiv wischen, Lenchen. Ja, Lenchen. Und hier hinten liegt Lilja. Jetzt kommt das Lenchen schon wieder. Und hier unsere ältesten Damen. Rechts Marte, 21 Jahre alt, 21,5 glaube ich schon.
Und Maret links. Und da hinten Herbstzeit, unser Sorgenfältchen. Herbstzeit werden wir mit einem Hebetuch, mit dem man 1000 Kilo Gewicht fahren kann, auf die Weide bringen. Das kennt sie auch schon. Im letzten Herbst haben wir sie auch so von der Weide geholt. Und dann bauen wir noch ein stabiles Weidezelt auf, Wasser, eine Heuraufe. Ja. Wir freuen uns, dass Herbstzeit den Winter geschafft hat. Eigentlich haben wir nicht damit gerechnet, dass Herbstzeit diesen Winter noch überlebt, weil sie hat so oft festgelegen. Aber Herbstzeit kämpft. So, ich gehe jetzt mal auf die Weiden. Da müssen wir noch mal alles abgehen und die Zäune alle kontrollieren. Gut. Ups. Das ist Emma. Ja, und hier zeige ich euch noch mal Lichtherr Pavarotti mit einigen Mädels. Ganz hinten auch Tilly in der Sonne unter der Kuhputzmaschine. Ja. Und hinten hinter mir ist Clara. Die leckt meine Jacke ab. Ich komme jetzt irgendwie hier nicht. Klärchen. Ich zeige euch noch mal Clara. Ja, meine beste Clara. Clara wird, ich meine, auch bald 17 Jahre alt. Die ist noch topfit, die Clara. Eigentlich ist sie eine ganz scheue Kuh. Aber ich habe ihr neulich mal so ein bisschen Kraftfutter gegeben und seitdem verbindet sie mich mit einem Leckerchen. Beste. Ich hol dir noch mal was, Klärchen, ne?